Eigentlich müsste das Erz auch schon kommen. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Satisfactory. Ja, wir sind hier oben an einem sehr, sehr hohen Punkt angekommen. In der letzten Folge hatten wir zum Ende gute Kämpfe noch gehabt und bin hier oben noch gestartet. Wo ist mein Dings denn jetzt hier? Das wollte ich haben, genau. Und mit diesem Blickausblick, den wir hier haben, wollte ich mal kurz dieses Video starten. Um einfach mal zu gucken, wie groß das, dieser Bereich schon ist, den ich schon habe hier. Wie gesagt, da ist unsere Base, Hauptbase. Man sieht ja auch den Turm da. Mega geil aus, von hier aus. War eine schöne, klare Sicht vor allem heute. Und auch die Bäume sehen cool aus. Wir haben da unser Schwefel. Die beiden Schwefelfelder, die hier hochgehen. Da entlang, zack, 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 bis hier vorne hin. Da haben wir unser Energiefeld mit Kohle und dem Wasser von da hinten. Da hinten sind die anderen Erzminen. Ja, die dann da über die Bänder hier lang gehen bis hier vorne hin. Und da ist eigentlich unsere komplette Hauptgeschichte hier in dem Bereich. Ja, ne? Und das ist hier so ganz schwach zu sehen, die Treppe, die hier hochgeht zu unserer Aterum-Erzmine. Da werden wir jetzt auch hingehen wieder. Ich hoffe, dass ich hochkomme. Und ist eine reine, also eine 120er, richtig gut. Die werde ich auch direkt sofort noch nicht anschließen. Aber das werden wir anders machen. Ich hoffe, dass ich jetzt hochkomme. Habe ich schon eine coole Stelle hier oben, auf jeden Fall. Auch ein gefährlicher Aufgang hier oben gewesen. Wir hatten drei große Spucker und einmal dieses große Schwein. Ich sagte dazu beim Boss. Das sind die Bosse. Und die haben dann doch ordentlich hier. Habe ich ordentlich zu kämpfen gehabt. Wer es nicht gesehen hat, in der letzten Folge war es soweit. Weiß ich gar nicht. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, wäre schon eine wieder gespawnt. Ja, da sind wir drauf wieder. Boah, guckt euch das mal an, wie tief das hier runter geht. Alter, Walter, das sieht auch so geil aus. Ne? Ist schon geil gemacht, definitiv. Also richtig tolle Bilder kann man jetzt hier von hier aus machen. Ich glaube, ich wollte eigentlich ein Bild gemacht haben, fällt mir gerade ein. Nur kurz, ich gehe mal schnell zurück, aber ich hoffe, dass das Bild auch so klar ist. Da vorne, wo ich eben gestanden habe. Noch ein schönes Hintergrundbild für meine Thumbnails. Dann mache ich das mal eben von hier oben. Ja, genau. Das sieht schon wieder besser aus. Gehen wir kurz hier vorne hin. Ja, hier. Das sieht gut aus. Das wird schon dunkel. Das muss ich bearbeiten. Wir gehen mal. Ja, machen wir hier raus. Okay. P. Ah, die muss ich mal aus der Hand loswerden. Das ist doch doof. Warte. Mal was loswerden hier. Zack. Zack. Zack, zack. So. P. Das machen wir mal als Foto hier. Auch dieses können wir als Foto machen. Das sieht schon cool aus hier. Muss man einfach so sagen. Es ist so. Haben wir hier noch ein Foto? Das können wir auch machen. Da können wir mal sagen, die Reise ist ungewisse. Ja. Zack. So, dann haben wir ein paar Hintergrundbilder, die ich für meine Thumbnails brauche. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ne? Das. Und das. Müssen wir alles einsammeln. So. Gut. So. Fotos haben wir gemacht. Wie gesagt, wenn ihr noch nicht wisst, wie man in den Fotomodus reinkommt, die Taste P ist der Fotomodus. Da muss man sagen, ist wirklich coole Bilder. Das ist alles schön frei. Also das muss man einfach so sagen, ist cool gemacht. So, hier machen wir jetzt natürlich jetzt eine Foundation hin. So. So. Muss gucken, kann ich hier ein. Ja, warte mal. Funktion. 2 Stück brauche ich.
Eins. Weil ich baue natürlich sofort hier eine fette Maschine hin. Eine MK2. Eine MK2. Da ist er schon. Wir setzen hier auch ein Strommast am besten so hier hin. Ja. Zack. Verbinden den auch gleich schon mal mit. Hallo? Damit schon mal verbunden, genau. Sehr schön. Was brauche ich denn für die Logistik? Habe ich nicht da. Also machen wir das einmal dem hier. Gut. Kann erstmal so bleiben. Das stört mich erstmal nicht. Muss ich gucken, wo ich hingehe. Wir lassen das Ding auch natürlich hier stehen. Den Weg hier hoch, gar keine Frage. Wobei ich glaube ich hier mir spaßeshalber einen Scherz erlaube. Wo es auch kein Scherz ist. Definitiv nicht. Und hier einfach eine. Nee, setzen wir uns mal hier so hin. So. Weil falls mal hier so ein Viech runterkommt, dass ich hier flüchten kann und der kommt weg. Der ist weg. Ne? So, jetzt müssen wir gucken, das war da vorne, alles klar. Ja, halt. Ich muss kurz hier. Ich mag das nicht so gerne. So. Da müssen wir hingehen. Okay, alles klar, darüber. Fundamente. Zack, zack, zack. Logistik. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so tragisch jetzt. Es gibt Schlimmeres, sag ich mal, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste ich dann das Ding da hinsetzen. Achso, halt, Quatsch, ich kann ja hier, es kommt ja nur eine Mine hier unten runter. Dann können wir auch diese Masten hier nehmen, das ist besser. So, mal gucken, ob das funktioniert, wie ich das vorhabe. Ja, geht. 1, 2, 3, 4, 5. Das Coole ist an der Geschichte. Ja, ist das höchste, ja. Eins, zwei, drei, vier, genau in der Ecke. Ja, das Coole an der Geschichte ist, dass wir natürlich jetzt hier vorne gleich direkt schon einen Anschluss haben für unser Band. 1, 2, 3, 4, 5. Da gehen wir auf 4. Und Strom haben wir natürlich auch schon hier. 2. Zack, dann gehen wir direkt hier vorne hin. Wir können nämlich das Kriterium ja sofort mitnehmen. Und das ist einfach eine Sache, die ich cool. Reicht. Ach, bis dahin oben geht das nicht, glaube ich, oder? Da. Das geht bis da oben hin. Nein, zu lang. Oh, seit wann können wir die da für Schräge setzen? Das ist ja geil. Das müsste aber reichen. Jawolski! Sehr schön. Da muss ich natürlich halt hier ein Mast setzen, aber ist ja nicht schlimm. Wir setzen dann so hier. Warte mal, wir können ja noch da einsetzen, weil. Ja, da ist besser. Zack, zack, und dann zack. Und dann setzen wir hier den nächsten drauf. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. War er jetzt schon da? War er jetzt schon? Nee, noch nicht, dachte schon. Ja, ein bisschen zu viel ist gut gewesen, oder? Aber das müsste eigentlich schon. Warum kommt denn das noch nicht?
Eigentlich müsste das Erz auch schon kommen. Der Strom ist auch noch an. Hä? Power? Warum kein Power? Wieso haben wir keine Energie? Die sind auch rot am Leuchten. Hä, warum haben wir jetzt keinen Strom mehr? Was ist das denn jetzt? Warum haben wir denn da so Einbrüche? Ich muss mal gucken. Da ist Kohle knapp. Oder Wasser. Eins von beiden. Da müssen wir ganz schnell mal hinfahren. Hier haben wir ein Problem. Ich tippe mal auf Kohle ganz stark. Weil Wasser dürfte es kein Problem geben normalerweise. Wir pumpen die Pumpen ganz leid, die Dinger. Oh, wieder nichts. Ich fahre mal ganz schnell dahin. Ich muss mal gucken, was da los ist. Weil vom Stromverbrauch her haben wir nicht zu viel. Definitiv nicht. Ist ja nicht weit weg von hier. Oh, die sind aus. Die sind aus. Jetzt haben wir ein Problem, glaube ich, wieder. Ach komm, ey, dieses mit dem Strom, das ist eine Katastrophe. Halt! Nein, bleib still! Anders ging's nicht. Musst du dich so fertig machen. Ich hoffe, den wir aufbauen kann jetzt. Transport. Gib mir jetzt die St okay. Die kann ich aufnehmen. Das und das. Ging nicht anders. Ich muss den so machen. Dieses ist eine Katastrophe mit dem Auto hier echt. Das mal das da rein. Und das da, ne, die brauchen wir nochmal gleich. Ach, das wollte ich hier abpacken. Das kann man da rein. So. Alles aufnehmen. Gut, sehr schön. So, jetzt nochmal zurück. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ein großes Problem haben wir jetzt hier. Ein ganz großes Problem. Ich tippe mal ganz stark auf Kohle. Cool ist es nicht. Da kann es nur das Wasser sein. Warum das Wasser? Ist er wieder aus? Ja, ist wieder aus. Wasser fehlt.
pumpen dieses Wasser nicht mehr. Was ist los hier? Was ist, wenn wir die miteinander verbinden, die beiden? Jetzt habe ich natürlich meine Links rausgenommen, ne? Ne, Glück gehabt. Was ist, wenn ich die beiden verbinde? Hilft das vielleicht miteinander? Dass sie sich gegenseitig ein bisschen unterstützen. Ist doch voll. Ich muss doch erst was vom Netz nehmen. Sonst klappt das nicht. Mal kurz schauen, wo das Kabel hingeht hier. Und das ist das einzige Kabel, was da uns alle verbindet, richtig? Ja. Gut, dann nehmen wir das mal kurz raus. So, jetzt ist irgendwie alles aus. Das müssen wir mal wieder anmachen. Das müsste eigentlich wieder alles vollpumpen. Weil wir jetzt keinen Verbrauch haben, in dem Sinne. Minimalverbrauch, genau. Ich bin mal gespannt. Okay, hinten kommt kein Wasser an. Also nicht genug. Kommt nicht genug Wasser an, definitiv nicht. Dann müssen wir am besten so machen, dass wir. Ja, der ist voll. Kannst aber noch eine Pumpe reinsetzen, da und da. Würde das was bringen? Ja, jetzt füllen die sich natürlich alle wieder, weil natürlich jetzt hier halt. Die bringt doch gar keine Pumpe, was das ist. Füllt sich das denn nur einer? Ja, es füllt sich. Wir hauen da unten noch eine dritte Pumpe rein. Also eine dritte Wasserpumpe. Die füllt sich nur langsam. Die wir dann hier miteinander verbinden. Also hier. Da können wir vielleicht. Da dran gehen. Ja, wir gehen da dran, dass wir auf jeden Fall nur Wasser hier hochgepumpt kriegen. Würde ich sagen. Kann ich mir noch eine Wasserpumpe bauen? Kritisch? Nein, das war verkehrt. Ich tue mir nicht gucken. Wasserpumpe, was brauche ich dafür? 10 Rotoren, alles klar. Ja, wir, müssen auf jeden Fall eine Wasserpumpe bauen. Nützt nichts, das hat sonst keine Art. Die müssen wir einfach hier hinsetzen. Und zwar müssen wir eben mal gucken, wie wir am besten machen. Ich muss die oben drüber herlegen. Also quasi. Dahin. Ne, wir machen noch eine Platte da dran. Ach, Mensch. Komm ich nicht mehr raus? Nein, was mache ich denn jetzt? Das glaube ich jetzt nicht. Wie komme ich denn hier raus? Ich muss echt ins Wasser springen. Egal, springe ich halt ins Wasser. Oh, das ist eng. Oh. Das war jetzt nicht geplant so. Das war nicht gesund, was ich gemacht habe. Definitiv nicht. Hier unten kann ich jetzt gerade nicht machen, weil ich. Vielleicht doch, warte mal. Nach der Uhr, wir haben noch Zeit. Ich brauche 10 Motoren. Ich brauche Schrauben. Tja, super. Das wird nicht reichen.
Generatoren. Definitiv nicht. Weil ich da 50 Schrauben für behalten muss. Bei C war ich 240. Akku rüber. Ja, wir kommen. Wenn, dann wird es ganz, ganz knapp. Aber ich glaube, nein, reicht nicht. Weil, jetzt kann man nämlich nicht. So. Das reicht, aber es fehlen die Rohre. Kann ich mir Rohre machen? Natürlich nicht. Verdammt nochmal, das kann echt nicht wahr sein, wirklich. Ich könnte wieder kotzen. Wieder Erz holen. Von wo auch klauen kann. Ah, dieses hier mit dem Strom, das ist echt. Ich meine, ich könnte wahrscheinlich jetzt gleich wieder anmachen, weil jetzt haben die sich wieder vollgepumpt. Achso, Erz wollte ich haben, genau. 3, 4, 5. Ich nehme mal mehr mit. Ich muss mal so 20, dass ich 20 Stangen machen kann. Ne, 10 Stangen kann ich das nicht machen, aber ich brauche zwei Barren. Nee. Bitte? So, 20 reichen. Nee. Ich wette auch, dass mir gleich wieder was fehlt, von wegen. Von wegen den Sachen für Strom. Irgendwas fehlt mir damit sicher wieder. Komm ich hier runter? Ja, hier runter. Ich will wahrscheinlich alle Turm pumpen. Also rüber, das ist nämlich mal voll. Es fühlt sich, er fühlt sich so ganz langsam wieder. Deswegen, also müssten wir auf jeden Fall eine tolle Mumpe setzen, das nützt nichts. So, dann muss ich jetzt hier noch die Motoren bauen. Hä? Achso, ich denke gerade schon, hä? Ja, aber so ist halt das Spiel, ne? Man baut, baut, baut und irgendwann mal ist der Strom weg. Tja, und dann steht man da in seinem Hemd. Also, nein, da wollte ich hin. Hier konnte ich denn 12 Eisenplatten herstellen. Ach, dann haben sie auch erhöht auf 3 jetzt, nicht mehr auf 2. Deswegen klappt es mit der Eisenplatte auch nicht mehr. Da ist der Fehler. Da ist er. Das waren sonst definitiv 2. Ein Barren für Stangen und 2 Barren für Platten. So, da haben sie mal kurz auf 3 gesetzt. Was? Mal mit Beton befällig, dass der auch weg ist hier. Die Platz, die, mal ein bisschen Platz im Inventar kriege hier. Das war schon immer 3, das ist richtig, das ist geblieben. Na, Kohle reicht vollkommen. Das klappt einwandfrei. Ich lasse jetzt erstmal oben, dass wir jetzt wieder Strom haben. Gut, dann müssen wir halt einmal komplett die komplette Firma stilllegen, also alles stilllegen. Aber auch heftig, also läuft alles über ein Kabel, ist natürlich auch sehr gefährlich, muss man sagen. So, 10 Säcke können wir noch, ja, fahren wir noch nach einer Reihe im Sack an. So, der eine schmeiße ich gleich weg, was überbleibt. Und zweitens. Ja, sind 2, ich weiß, wo sind sie jetzt? Ah, weg damit, so. Rotieren, fertig. Gut, die Rotoren wollte ich jetzt machen, die 10 Stück. Dass ich endlich hier weitermachen kann.
Nee, 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 nee. Okay, dann müssen wir halt in der nächsten Folge wirklich einmal komplett alles durchforsten, wie es aussieht, von wegen Wasserpumpe. Sag nicht, du passt jetzt hier nicht hin. Doch. Gut, so. Wir hatten dann hier eine Stütze hingestellt. Die stellen wir mal jetzt hier hin. Bei Logistik ist das, glaube ich, genau. Pipeline Stütze, richtig. Die stellen wir mal hier hin. Auf maximale Höhe. Und senken die so mal eben. Zack. Sehr schön. Dann gehen wir auf Fundamente und machen da oben uns eine mal hin. Da, da. Wir machen ruhig noch eine Rampe, Reihe dahin. So. Gut. Wir setzen. Ich muss eben. Das ist doch. Ich kann nachher wieder runterlaufen, weil. Ja, da oben kein Nix ist. Kein Anschluss. Obwohl, hier hab ich für gesorgt, dass wir hier gut hoch und runter kommen. Also ruckzuck. Wir gehen hier vorne hoch, gehen da hoch und sind schon da. Das ist jetzt alles voll. Wir können den Strom wieder starten. Aber ich möchte sie jetzt gerne erstmal anders haben. Nee. Halt mal Stütze. Ich wusste es. Jetzt fehlen uns Rotoren. Ach komm, ey. Echt. Es kann doch nicht wahr sein. Jetzt komme ich auch wieder nicht durch. Da fällt einem hier nichts zu ein. Echt nicht. Das ist ja vollgelaufen, ne? Ja, ist ja vollkommen. Wir können damit anschließen, dass wir sie wieder am Laufen haben. Erstmal ein bisschen. Das kann es nicht sein, wirklich. Da fällt mir nichts zu einem echt nicht mehr hier. Ja, weil jetzt haben wir keinen Verbrauch. Also Verbrauch schon, aber. Was? Der ja, passt auch. Kommt auf das Kriterium jetzt auch hier rüber. Und das Auto da. Ich weiß nicht, ob ich hier noch drin habe. Ich glaube es nicht. Nein. Nur Schrauben. Warte mal, Schrauben habe ich da. Warte mal. Stangen hätte ich auch noch da. Ich brauche nur 5 Stück. 5 Rotoren. Kriege ich die hin? Ne, 4. 2 Rotoren. Ne, ich brauche 2. 4. 4 Stück brauche ich. Ich kriege nur 3 hin. Aber ich kann noch Schrauben machen. Ne, aber ich will. Mir fehlen Stangen. Ja. So ist das. Jetzt seid ihr mal ganz nach oben hin für alle Scheißstangen. So, wenn ich das dann bald fertig habe, wieder, dass das läuft. Dann fangen wir hier in der nächsten Folge an, halt.
Also ich werde das jetzt fertig machen, aber ich weiß nicht, ob ich mal werde den Stream jetzt gleich beenden, also den Stream da schon, das Video beenden. Und ich werde dann eben das mit dem Wasserpumpe fertig machen. Und dann in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, ob wir da mal. Ich nehme jetzt mal mit, das habe ich nichts was dabei. Ja, wegen unserem Land. Das hier muss auf jeden Fall schnell gemacht werden. Damit die schneller voll werden. Und dann gucken, ob das funktioniert, dass wenn die zwei. Die müssen jetzt auch. Der macht jetzt hier Stangen. Der Platten macht. Wer macht Platten? Er hier? Ja, er macht Platten. Ja. Über 30 pro Minute. Schafft er einfach nicht. Er wird immer wieder zwischendurch stehen. Bis der nächste reinkommt. Das ist da jetzt erst. Kann er ja auch nicht schaffen. Das ist einfach. Hier kommt kein Erz an. Also nicht. Das kommt wieder genug an. Nein, von da sehen sie, da stehen sie wieder. Die müssen kontinuierlich brennen. Kontinuierlich müssen die reinballern. Auch wenn ich das jetzt schnell machen würde, würde ich es auch nicht besser machen. Also ich wüsste, wenn ich den auf 3 habe, muss ich den auf 2 machen, auf jeden Fall. Dann schon, aber sonst nicht. Das heißt, ich brauche dann Stahlbarren. Ich glaube, ich bereite mir dann schon mal Stahlbarren vor, weil ich kann die ja eh nicht. Habe eh keine da. Weil alles jetzt über den Haufen geworfen ist. Also so schön das Update auch ist, es hat uns richtig, richtig in die Karte reingekloppt. Aber sowas von. Weil alle Einstellungen, die ich gemacht haben und die ich so gemacht hatte, sind für Cuts. Weil die einfach nicht verpasst. Weil die Werte geändert wurden. Und das ist natürlich nicht so schön, dass sie da die Werte geändert haben. Weil jetzt kann man alles wieder neu ausrechnen. Neu aufbauen. Los hier? Ist schon wieder alles aus? Nein, ich wollte gerade sagen. Hier ist jetzt 240er schon, ne? Ja, immer noch 120er. Aber guck mal, das wird immer stehen zwischendurch. Mal gucken, wie lange das Wasser hier, wie schnell das leer geht, wenn der jetzt auch am Laufen ist. So schnell wird es aber nicht leer hier. Aber egal. Wir machen jetzt die Leitung dann zusätzlich dazu. Ach, ich muss noch. Werkbank. Ich brauche. Machen wir 10, das heißt das. Habe ich wieder nachher im Inventar. Gut. So. Das kann weggerissen werden. Zack. Nur ich von hier aus die bauen kann. Logistik, Hyperpumpe. Nein, da hinten. Da habe ich einen sitzen. Aber ich muss gucken, ob die. So rum muss sie sein, ne? Ja, genau, so rum muss sie gesetzt werden. Einmal da. Und eine setzen wir hier hin. So. Ströme. Oh, wir brauchen wir dafür. Wir legen uns eine Leitung noch. Ich wollte auch gerade schon sagen. Ich sage jetzt, verarsch mich nicht noch damit. Einmal du. Einmal du. Und du. Tür auf. Sonst geht das ja nicht. Hä? Warum gibt es keinen Strom ab? Ah, hier, so. Müssen wir gucken, ob die Dinger sich da bewegen hier. Pumpen.
Da unten waren so ein Punkt. Oh! Oh, guck, haben wir bei uns gesehen? Eine verkackte Spinne. Ah, sie pumpen, okay. Ich weiß, die Spinnen sind nicht doof. Ich glaube, die rennen jetzt da den Weg hoch. Kann das sein? Wenn jetzt hier hinkommt, dann drehe ich am Rad. Da ist wieder. Sehen die eklig aus, die Spinnen. Okay, alles klar, sehr schön, gut. Du möchtest gerne eine Verbindung, aber nach hier hinab, richtig? An das Ding hier, genau. So, das heißt, wir setzen uns auch hier eine Pfeilerschütze hin. Ja, ruhig hin. Ich hoffe, das reicht noch. Füllt er sich? Er füllt sich, gut. Zack. Er füllt sich auch, damit das, jetzt müssten wir eigentlich genug Wasser haben hier. Also wenn das jetzt nicht mehr reicht, dann weiß ich es auch nicht mehr. Das hat er definitiv auf Wasser gelegt. Aber wir haben jetzt da unten die beiden verbunden. Jetzt kommt noch der dritte dazu, die sind alle im Verbund gepackt. Hier. Ja, also der spült jetzt an allen beiden da was rein, zusätzlich. Und dadurch müsste jetzt eigentlich genug Wasser hier oben überall hinkommen. Definitiv. Jetzt gehen wir kurz runter wegen der Spinne. Das geht mir da. Ja. Sieht gut aus. Auch hier der Rückfluss ist gut aus. Die Rolle, die momentane Menge der Rohrleitung ist 19,1, ist voll. Der Rückfluss ist gut. Jetzt können wir weitermachen. Es geht gut weit voran. Sehr schön. Ja, wir haben schon wieder eine verlängerte Folge, verdammt. Ich muss Schluss machen. Vielen, vielen Dank. Die Spinne machen wir in der nächsten Folge. Tschüss, danke fürs Zuschauen und danke für die Däumchen. Ciao, ciao.